Auf jeden Fall, ich wusste, er ist imstande dazu, ein Auto zu fahren. Besser als viele Leute, die ich kenne, die einen Führerschein haben. Wir sind Einstein, sein Vater, besoffen fährt er safe kein Auto, vor allem wenn er keinen Führerschein hat. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Wie man sieht, es ist ein wunderschöner Tag in München aktuell. Also genau das richtige Wetter, um nicht in die Stadt zu gehen und dort Leute abzuchecken. Nein, wir erzählen jetzt eine Geschichte. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, kommt die Geschichte heute wie ein guter Kollege von mir. Geben wir ihm mal einfach einen ganz spontanen Namen. Ayan. Ist natürlich absolut frei erfunden, der Name. Und heute erfahren wir, wie Ayan ohne Führerschein und besoffen Auto fahren wollte und dabei fast von der Polizei erwischt wurde. So, die Geschichte ist auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, so 2-3 Jahre sowas, da hat sich das ereignet. Das war auf jeden Fall noch die Zeit, wo wir ziemlich viel feiern waren. Da war ich auch noch in der Berufsschule, das weiß ich auch noch sehr genau. Auf jeden Fall waren feiern, es waren Ayan, noch 2 weitere Leute und ich. Dort in der Kultfabrik, also da, wo die ganze Elite von München hingeht. Auf jeden Fall war halt ein Samstagabend wie jeder andere auch in dieser Zeit. Bisschen saufen, bisschen chillen, bisschen dies, das, Ananas machen. Und in der Berufsschule hatte ich einen sehr guten Freund, auch immer noch stehen wir in regen Kontakt, würde ich sagen. Oder was heißt regen Kontakt? Wir stehen in Kontakt auf jeden Fall. Der gute Ozan. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe, aber er hat mir gesagt, Dan, ich bin dir noch was schuldig. Ich hole dich einmal ab, wenn du besoffen im Club bist. Und dieses Privileg, nenne ich es mal, was ich hatte, wollte ich an diesem Tag nutzen. Habe ich auch. Ich habe ihn angerufen. Um 3 war typische Uhrzeit für uns, langsam nach Hause zu gehen. Ich rufe ihn um 3 an. Ich so, yo, Bro, bist noch wach? Also es hat ein bisschen gebraucht, bis ich ihn erreicht habe. Aber er ist irgendwann rangegangen, weil er ein Ehrenmann ist. Fast so sehr Ehrenmann wie der Typ aus dem letzten Video. Auf jeden Fall hat man gesagt, yo, ich bin auf dem Weg, ich bin hier in Trudering. Ich komme dann. Alles klar. Ich weiß noch, es war sehr, sehr kalt. Und er hat ein bisschen länger gebraucht aus Trudering, bis zum Ostbahnhof zu kommen. Aber ey, no hate, er ist wenigstens gekommen. Und wie gesagt, wir waren zu viert. Ich wusste, Ozan fährt einen, jetzt darf ich es nicht verkacken, ne? Alten Zweier-Golf? Ich glaube, Zweier-Golf ist es. Wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, dann werde ich bestimmt berichtigt werden, dass es kein Zweier-Golf war, sondern ein Dreier. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es ein Zweier war. Ich glaube, da hatte er auch nicht mehr den GTI. Warum er nicht mehr den GTI hatte? Er hat den GTI halt so gefahren, wie man einen Golf-GTI halt fährt, ne? Auf jeden Fall hat er einen normalen Golf 2 dann gehabt. Ein Golf 2 ist ja ein Fünfsitzer. Wir sind zu viert plus Ozan. Gar kein Problem, dass er uns alle mitnimmt. Dann kam Ozan an und Achtung, Achtung, Ozan war nicht allein. Ozan hat einen guten Kollegen von sich mitgenommen, was auch gar kein Problem ist. Vor allem der Typ hat den Führerschein, von daher war es eh alles geklärt. So, die Frage war jetzt, wie schaffen wir es zu 6 alle nach Hause, ohne dabei von der Polizei angehalten zu werden? Also, was war der geniale Plan, den Ayan, natürlich frei erfundener Name, hatte? Bro, gib mir doch einfach Drive Now, dann fahre ich so. Fährt eine Gruppe bei Ozan mit und die andere fährt bei Drive Now mit. So, ihr müsst wissen, Ayan hat keinen Führerschein und kein Auto und war besoffen. Der Typ kann aber Auto fahren. Das hat er mir einmal bewiesen. Natürlich auf einer abgesperrten Teststrecke war das alles nur, bevor irgendjemand sagt, wieso fährt jemand ohne Führerschein im öffentlichen Straßenverkehr. Es war nicht im öffentlichen Straßenverkehr, wo er mich einmal im Auto gefahren hat. Es war eine abgesperrte Teststrecke bzw. Rennstrecke. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Auf jeden Fall, ich wusste, er ist imstande dazu, ein Auto zu fahren. Besser als viele Leute, die ich kenne, die einen Führerschein haben. Aber er hat halt keinen Führerschein. Da liegt das Problem. Und dann der Kollege von Ozan sagt, hey, ich bin nüchtern, ich habe nichts getrunken und so. Ich habe auch einen Führerschein. Lass mich einfach fahren. Ist safe für euch. So, ja, ich lass ihn lieber fahren. War er übrigens brutal angepisst, dass er nicht fahren durfte. Ohne Führerschein und Stock besoffen. Aber hey, Typ ist gefahren. Dann, Fahrt war, glaube ich, ziemlich durch. Auf jeden Fall, wir waren kurz davor, zu Hause zu sein. Da ist dann eine ganz lange Gerade, weil wir haben alle an einem Ort geschlafen. Und auf dieser ganz, ganz, ganz langen Gerade sehen wir, die Polizei dreht hinten um. Mann, was machen wir jetzt? Die Sache war, wir hatten keinen Grund, irgendwie Faxen zu machen. Die beiden Fahrer waren beide nüchtern und beide hatten einen gültigen Führerschein. Sofern ich mich noch erinnern kann, das Problem war, ich hatte ziemlich viel Alkohol in Tuss. Könnte sein, dass ich es auch falsch erinnere, aber in meinem Kopf war es so, beide hatten einen gültigen Führerschein und beide waren nüchtern. Fragt mich nicht, warum, als wir hinter uns die Polizei gesehen haben,
mit Warnblinker auf der rechten Spur stehen geblieben sind. Da ist die Polizei natürlich vorbeigefahren. Wir, beziehungsweise ich, mit gefühlt 3 Promille im Kopf, dachten mir, Bro, wir sind Genies, Mann. Wir sind Einstein, sein Vater, dass wir die Polizei abgelenkt haben. Weißt, die werden uns nie erwischen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum wir der Polizei entkommen mussten, wenn alles komplett legal war, was wir gemacht haben. Aber auf jeden Fall, wir kommen dann dort an, wo wir alle pennen wollten, in der Wohnung von einem Kollegen. Wir wollen gerade rechts reinbiegen. Auf einmal zieht die Polizei mit Blaulicht vor uns rein und blockiert die Straßen. Amara zickzack. Da haben die uns natürlich gefragt, was das soll, warum wir da einfach recht stehen bleiben. Konnten wir nicht erklären. Kontrolle hat auch alles gepasst. Ich glaube, pusten mussten sie aber nicht. Ich habe gefragt, ob ich pusten darf. Ich durfte nicht. Der elendige Hund hat mich nicht pusten lassen, obwohl ich sogar bitte gesagt habe. Auf jeden Fall, wir wurden von der Polizei angehalten. Und wäre Osans Kollege nicht gefahren, hätten die Eier erwischt, wie er richtig schön ohne Führerschein und besoffen Auto gefahren wäre. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass er gefahren wäre, eh so gut wie null war, weil ich hätte ihn nicht fahren lassen. Hätte halt in den Kofferraum gehen müssen und Pech gehabt, Digga. Aber besoffen fährt er safe kein Auto, vor allem wenn er keinen Führerschein hat. Das ist die... Übrigens, GLS? War das schon immer ein GLS? Ich dachte, das wäre ein GLE gewesen. Alles klar. Aber das war jetzt die Geschichte, wie ein Kollege von mir, dessen Name auch komplett frei erfunden ist, ganz knapp dem lebenslangen Fahrverbot entkommen ist. Und ich hoffe, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Falls ja, könnt ihr mir gern einen Daumen hoch da lassen und den Kanal abonnieren. Wie schon in den letzten Videos gesagt, euch schadet's nicht und mir hilft es einfach nur weiter. Ansonsten genießt noch die letzten schönen Tage. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal.